Heute gibt es gleich zwei Channel-Premieren. Wir packen zum allerersten Mal ein Plus-iPhone aus und auch diese Farbe hat es bei mir noch nie gegeben. Schön, dass ihr da dabei seid beim neuen Video von mir. Heute packen wir das nickelnagelneue iPhone 16 Plus aus in einer, ich würde mal sagen, ganz besonderen knalligen Farbe. Gab es noch nie, wird auf jeden Fall eine Umstellung von meiner gelben Serie. Ich bin super gespannt, wie dieses Ding wird, denn meiner Meinung nach hat sich beim iPhone 16 und 16 Plus im Vergleich zum Vorgänger doch einiges getan. Ich sage das mit so einer Verwunderung, weil irgendwie online liest man, es hat sich nichts verändert. Das iPhone 16 und 16 Plus hat zwei neue Knöpfe in einer Generation. Allein das sind doch schon Neuerungen. Da schnallt man ab. Ich würde sagen, wir stürzen uns gleich einmal in die Box rein. Nummer 1. Und hier kommt Nummer 2. Und angeblich ist beim Unboxing auch ein bisschen was anders. Wow. Wow, das Ding leuchtet. Wir haben ja neue Farben und die sind auch deutlich kräftiger. Also das ist iPhone 15 in Gelb als letztes Jahr. Hier drinnen haben wir einmal unser USB-C auf USB-C-Kabel, schön stoffummantelt. Einmal das SIM-Karten-Tool und, wenn mich nicht alles täuscht, yep, wir haben keine Apple-Sticker mehr. Ansonsten Ladegerät ist ja schon länger nicht mehr dabei. Fertig eingerichtet hat alles wunderbar funktioniert. Jetzt muss ich noch jede Menge Daten runterladen. Ich würde sagen, wir sprechen mal drüber, was hat sich alles verändert. Wir haben neue Farben, kräftige Farben, 5 Stück. Ultramarin, Blau, Grün, Pink, Weiß und Schwarz. Welche Farbe ich hier habe, ist, glaube ich, doch recht einfach zu sehen. Die Form an sich und das Gefühl in der Hand hat sich jetzt auf den ersten Blick nicht verändert. Ich hatte zwar kein Plus, aber das 15er fühlt sich einfach nur klein an. Von dem her würde ich sagen, ist das gleich geblieben. Was neu ist, wir haben natürlich jetzt hier die Kamerasteuerung und auf der anderen Seite beim iPhone 16 und 16 Plus, genauso wie damals beim iPhone 15 Pro und 15 Pro Max, den Action-Button. Und natürlich ist auch der konfigurierbar. Er ist standardmäßig auf Ton ein, Ton aus. Wenn wir in die Einstellungen gehen, seht ihr, das Menü kennen wir schon. Ich kann das Ding frei konfigurieren und ich habe ihn sehr gerne auf Taschenlampe, weil ich es einfach uroft verwende und das ist einfach praktisch. Die Kamera hat wie jedes Jahr einen Feinschliff bekommen. Abgesehen von der Kamerasteuerung auch noch weitere Verbesserungen, wie zum Beispiel die fotografischen Stile. Jetzt möchte ich mir aber als allererstes mal die Steuerung ansehen. Okay, einmal fest draufdrücken, komme ich direkt zur Kamera. Nochmal fest draufdrücken, kann ich ein Foto machen. Leicht draufdrücken, komme ich zum Zoom. Okay, das funktioniert sehr smooth und sehr gut. Und ich glaube, zweimal leicht draufdrücken, komme ich in die Steuerung und Stile sind jetzt auch neu. Und kann dann mit leicht drücken das Ganze bestätigen, durchswipen, Doppelklick und ich bin wieder da. Ich muss schon sagen, das funktioniert echt gut und gefällt mir auch sehr gut. Ja, Hochformat geht's mit dem Daumen. Ich glaube, bei den größeren iPhones ist es auch besser als bei den kleineren. Aber man merkt ganz klar, das Ding ist für Querformat gemacht, optimiert. Und es ist tatsächlich auch ein echter Knopf, der sich bewegt. Kein so ein Touch, sondern ja, es ist ein echter Knopf. Die Kameralinsen auf der Rückseite sind einerseits größer geworden als beim iPhone 15. Und man sieht es auch sehr deutlich, die Anordnung hat sich auch verändert. Das hat tatsächlich einen guten Grund, denn man kann jetzt auch mit dem iPhone 16 und 16 Plus Spatial Videos aufnehmen und man kann mit der Ultraweitwinkellinse jetzt auch Makroaufnahmen machen. Das war davor ein Pro-Feature, jetzt auch beim iPhone 16 und 16 Plus. Im Herzen vom iPhone 16 Plus schlägt der A18-Chip, der ist noch einmal schneller, er ist AI-optimiert und er ist scheinbar auch deutlich effizienter, denn wir haben noch einmal eine bessere Akkulaufzeit
Und was ich auch total cool finde, das ist so ein kleines Ding, wir haben hier drinnen Wi-Fi 7, also nicht 6E oder so, sondern wirklich den allerneuesten Wi-Fi 7 Standard, was mir persönlich sehr gut gefällt. Auf der Rückseite haben wir eine unsichtbare Neuerung und zwar MagSafe. Mit dem neuen MagSafe Ladepack und einem mindestens 30 Watt starken Netzteil können wir über MagSafe 25 Watt laden. Das waren davor 15. Das hat zur Folge, dass wir in 30 Minuten ungefähr 50% Akku schaffen über MagSafe. Eine Sache sollten wir noch ansprechen, das Display. Denn es gibt auch hier eine Neuerung. Es kann jetzt dunkler werden. Auf 1 Nit kann es runtergehen, was gerade in der Nacht oder wenn man verschlafen ist in der Früh super angenehm ist. Also das ist wirklich willkommen. Es kann auch super hell werden. 2000 Nits im Freien, 1600 Nits bei HDR und 1000 Nits dauerhaft. Also das ist super cool und super schön. Es ist das Super Retina XDR Display, aber es hat 60 Hertz. Ich weiß, es ist eigentlich kein Problem, aber für mich als Display-Fanatiker ist es ein Problem. Und 60 Hertz in einem iPhone, das 2024 rauskommt, das tut schon weh. Es müsste ja nicht gleich die 120 sein, wie bei den Pro-iPhones, aber 75, 90, komm, das sollte schon möglich sein. Wie gesagt, ich weiß, vielen fällt es nicht auf, aber dem es auffällt, dem fällt es auf und der greift dann zum Pro, wobei er das vielleicht gar nicht braucht und nur wegen 60 Hertz und es ist einfach ärgerlich und man, wie gesagt, also 75, das sollte möglich sein und das ist meiner Meinung nach auch der größte Kritikpunkt an dem iPhone. Ansonsten, es liegt gut in der Hand, es hat neue Funktionen, es hat zwei neue Knöpfe, es hat ewig lange Akkulaufzeit, man kann jetzt Makroaufnahmen machen, man kann Special Videos machen, es gibt die Kamerasteuerung, Dynamic Island, also das Ding ist voll mit Feature und ich könnte weiterreden, Wi-Fi 7 in einem iPhone 16, also im normalen, aber warum knallt man da vorne immer noch ein 60 Hertz Display drauf? Ich verstehe es, wenn man wegen dem Display das Pro kauft, aber ich verstehe es auch, dass es einem völlig egal ist und überhaupt keine Rolle spielt. Also von dem her, es sind zwei Camps. Die einen finden es total fürchterlich und stört, die anderen finden es völlig egal. Und das ist ein wunderschönes iPhone. Und auch in dieser Farbe finde ich schon echt crazy. Und das wird auf jeden Fall eine Umstellung. Ansonsten würde ich sagen, hier und jetzt soll es das mit dem Unboxing gewesen sein. Ein durchaus positiver erster Eindruck. Ich finde es richtig cool, dass so viele Features in das Ding reingekommen sind. Was sagt ihr zu den neuen iPhones? Habt ihr euch eines schon geholt? Wollt ihr euch eines holen? Habt ihr irgendwelche Fragen? Kann ich irgendwie weiterhelfen? Dann schreibt mir sehr, sehr gerne. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.